Willkommen am Hockenheimring. Das erste Formel-1-Rennen fand auf dieser Strecke bereits 1970 statt, nachdem die Fahrer den berühmten Nürburgring boykottierten. Heutzutage wechselt der Große Preis von Deutschland zwischen den beiden Strecken hin und her. Dies sind die Startpositionen für das heutige Rennen. Und damit begrüße ich euch zurück zu diesem Special-Wochenende zum Großen Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring bei F1 2015. Wir haben uns im Qualifying-Start Platz 3 gesichert vor den beiden Williams und hinter den beiden Mercedes. Dieser Platz ist auch ausgeschrieben. Wir haben einige Themen, beziehungsweise ich habe einige Themen vorbereitet für dieses schöne Rennwochenende hier. Und zwar, das sind 6 Themen. Es sind Themen, die die Strategiegruppe mit den Teams und der FIA besprochen haben am Donnerstag. Aber wir haben auch ein Thema dabei, das könnte ab Belgien interessant werden. Da geht es nämlich um Rio Arianto im Manor. Ich habe im Qualifying nochmal schnell ausgerechnet, was für eine Strategie wir fahren werden. 3 Stops habe ich angekündigt und wir werden auch 3 Stops hier fahren müssen. Wir werden wahrscheinlich auch die Reifen ausreizen müssen, so wie ich das momentan einfach mal so sehe. Geschätzte Renndauer circa 1,5 Stunden, das heißt, wir haben eigentlich genügend Zeit, die Themen anzusprechen. Lange Zeit ist es ja, dass ein 100% Rennen bei mir lief. Ich glaube, das letzte war wirklich die Profisaison in Abu Dhabi. Also eine doch schon längere Zeit her. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Wenn ihr eine andere Meinung habt oder eine gewisse Meinung zu den Themen habt, die ich ansprechen werde, dann schreibt das gerne in die Kommentare, bevor ich das wieder während des Rennens einfach mal vergesse. Gemäßigter Streckenabschnitt bis zur ersten Kurve. Fahr so sauber wie möglich. Wir müssen nicht gleich am Start unnötig Plätze verlieren. Machen wir uns die Fehler der anderen zunutze. Nämlich ein Bottas, der ist schon vorbeigefahren, der Massa nicht. Ich musste mich nur Bottas beugen und der greift schon gleich Rosberg an. Bottas greift Rosberg an. Kommt der aber vorbei? Nein, momentan nicht. Und jetzt, oh, er kreuzt die Linie bei uns. Beschleunigungsduell runter zur Haarnadel. Dass wir momentan gewinnen, weil wir den Windschatten von Rosberg gleich spüren. Jetzt Bremspunkt nicht verpassen. Ja, Bremspunkt nicht verpassen. Da verpasse ich ihn schon wieder so ein bisschen. Da ist die Tür für Bottas auf. Ich muss auf den Körper raus beschleunigen. Beziehungsweise nicht Bottas, sondern Massa kommt vorbei. Oh, hier bremst er, okay. Hamilton, der freut sich. Der ist vorne weg. Schweres Auto. Auch wieder ungewöhnlich. Oder auch ungewohnt für mich. Oh ja, die Kurve war schon im Qualifying extrem tricky. Und das ist sie jetzt auch wieder. Ah, 67 lange Runde. Boah, das Auto ist ja richtig schwer. Und das war jetzt ein so typischer Fahrfehler. Boah, das Auto ist richtig instabil. Also schweres Auto, Wagen instabil. Noch instabiler, als das ohnehin schon der Fall ist. Position 6 zurückgefallen, Auto nicht angeschlagen, das ist das Wichtigste. Könnte auch wegen dem Fett gewesen sein, mit dem Curb, warum der Sektor so ausgebrochen ist. 5. Gang und ich komme immer noch sehr weit raus. Klar, mir fehlt jetzt hier wirklich der Anpressdruck, die Bremsen, die habe ich mal nach vorne verstellt. Ich erinnere mich, da war was. Reifen bauen natürlich noch nicht ab jetzt. Könnten wir uns wieder hier mal ransaugen an Ricciardo? Das tun wir auch. Massa und Bottas, die duellieren sich da vorne auch. Wieder schön quergespannt beim Rausbeschleunigen. Also der Wagen ist instabil. Ja, erstes Thema, wie bereits angesprochen. Esteban Ocon, der könnte. Der fährt momentan in der DTM mit, falls es einige nicht wissen. Das ist auch einer, der von Mercedes supported wird. Genauso wie ein gewisser Pascal Wehrlein. Und da könnten wir quasi, das ist auch ein potenzieller Kandidat für ein späteres Mercedes-Cockpit. Das Problem, was Rio Arianto einfach momentan hat, ist, er muss Verpflichtungen nachkommen, damit er das komplette Jahr fahren darf. Diesen Verpflichtungen ist halt noch nicht nachgekommen. Und das ist natürlich dann für Manor die perfekte Gelegenheit, einen Fahrer auszusortieren. Beziehungsweise das kann eigentlich jedes Team machen. Wir sind jetzt in Runde 3. Das DRS wurde aktiviert. Das
kommt halt immer drauf an, was da für Klauseln im Vertrag drinne stehen. Also Rio Arianto, klar, wenn du eine Verpflichtung nicht nachkommst in einem Arbeitsverhältnis, dann ist das natürlich auf jeden Fall ein Kündigungsgrund. Boxenstoppfenster. Boxenstoppfenster. Das Boxenstoppfenster öffnet sich in 10 Runden. Boxenstoppfenster öffnet sich in 10 Runden. Beim nächsten Boxenstopp zieh dir Options auf. Wetterbericht. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Es könnten einige meinen, ich habe hier nur trockene Wettereinstellungen. Nein, die sind auf dynamisch eingestellt, ganz klar. Ja, die beiden Mercedes werden echt kein Thema für mich sein. Das war auch schon im freien Training nicht zu merken. Bottas, Massa, Ricciardo, das sind meine Gegner hier im Verlauf des Rennens. Ich bin auch gespannt, was für eine Strategie die KI hier fahren muss. Ob die auch 3-Stop fahren muss oder ob zum Beispiel die Red Bulls einen Stop sparen können oder auch nicht. 67 Runden ist hier auf der Strecke. Ist natürlich viel, also sieht nach viel aus. Und Bottas ist momentan eine Sekunde noch weg. Die Reifen bauen auch schon vorne ab, das gefällt mir gar nicht. Zu F1 2016 werde ich auch noch kommen. Also wir haben genug Gesprächsstoff. Und ich war bei Rio Arianto stehen geblieben. Alles klar, Chef. Bei Rio Arianto waren wir stehen geblieben. Der, dem fehlen genau 7 Millionen. 7 Millionen fehlen ihm für quasi die zweite Saisonhälfte, so kann man es ungefähr beschreiben. 7 Millionen, so viel verdiene ich ja erstmal in ein paar Jahren, wenn man das mal mit mir vergleicht. Wer könnte denn noch anstatt von Esteban Ocon da reinsetzen? Wir haben in Bahrain einen starken Stoff von Dorn gesehen. Da haben wir einen sehr starken Stoffel von Don gesehen, der einen Punkt für McLaren geholt hat. Also er hat schon bewiesen, was er kann in dem einen Rennen. Mit einem Punkt beim Debüt einen Punkt zu holen. Das ist, glaube ich, bisher nur Sebastian Vettel gelungen, damals im BMW 2009. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war das 2009. Ihr könnt mich da auch gerne korrigieren, weil das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Das sind immer diese spontanen Überlegungen, die einem noch einfällt. Okay. Wollen wir mal wieder auf Fetch gehen, weil wir können ja wahnsinnig auch mit dem Force India Benzin sparen. Und auf diesem Niveau habe ich mich auch gesehen. Auf Bottas Niveau, auf Massa Niveau, auf Ricciardo Niveau. Und er macht wirklich 3/10 Boden auf mich gut. Gar nicht gut. Natürlich wird's, werden sich einige auch fragen, wenn Esteban Ocon dann wirklich kommen sollte. Der fährt ja momentan in der DTM, wie ich das bereits schon erwähnt habe. Dann gibt es doch bestimmt schon Überschneidungsprobleme mit den DTM-Rennen. Nein, das ist nämlich nicht der Fall. Die Rennen überschneiden sich einfach nicht. Das ist meistens so, das war schon in den letzten Jahren so, dass die DTM meistens an den Rennwochenenden gefahren ist, wo keine Formel 1 ist. Deswegen gucke ich auch beide Rennserien. Das hat nämlich diesen enormen Vorteil, dass nie beides parallel läuft. Jojo, passt schon. Das ist schon seit Jahren so, dass sie sich wirklich nicht überschneiden. Ich weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht orientiert sich sogar die DTM da wirklich dran, weil die fährt ja hauptsächlich nur deutsche Rennstrecken. Und jetzt die einzige deutsche Rennstrecke, wo sie fahren könnten, ist Hockenheimring. Aber da fährt ja die Formel 1 auch schon. Dass ich ja die erste Kurve im fünften Gang fahren muss. Im Qualify war da ganz klar der sechste Gang vonnöten. Jetzt ist es der fünfte Gang. Auch hier schon langsam schätze ich hier Untersteuern ein. Boxenstoppfenster. Boxenstoppfenster. Dein Boxenstoppfenster ist in 7 Runden geöffnet. Beim nächsten Boxenstopp zieh dir Options auf. Und das könnte schon knapp werden mit den 7 Rennrunden. Anfang gelb war nämlich immer so ungefähr die Hälfte. Klar, ich muss natürlich auch ein bisschen auf meine Hinterräder aufpassen. Der vordere rechte wird hier gar nicht belastet, da wir hauptsächlich schnelle Rechtskurven haben. Wenige Linkskurven. Das ist hier vielleicht eine, aber die ist nicht gerade schnell. Also da merken wir gar keine Belastung. Die ist nämlich auch zum Beispiel schnell. Also ein typischer Kurs, der viele schnelle Kurven beinhaltet. Also auch ein Kurs ist, der viel Aerodynamik braucht. Die Leute, die zum Beispiel das Training und Qualifying jetzt nicht geguckt haben. Oder auch neue Zuschauer, die
immer wieder einschalten. Da meinte auch einer in Italien, die Videos sind so lahm, da kommen keine neuen Zuschauer. Ja, wenn das so einfach wäre. Das ist zum Beispiel auch so ein Kommentar, den ignoriere ich mittlerweile. Der bleibt aber irgendwo im Gedächtnis stecken. Nur der gehört eigentlich mehr, wirklich. Also der Bottas hat einen guten Rennspeed und der Massa und die Konkurrenz da hinten auch in Form von, ich denke mal, dass das Alonso ist und Ricciardo. Die können mein Tempo auch noch mitgehen. Also, wie gesagt, Esteban Ocon, da kann Mercedes wieder argumentieren mit dem Motor, dass man quasi die Antrieb schon quasi noch billiger macht. Das heißt, bitte setzt dann den Ocon anstatt den Rio Arrianto rein. Der Nachteil von Rio Arrianto ist, der findet einfach keine Sponsoren im asiatischen Raum. Er ist ja in Indonesien und da kommen eigentlich noch Rennstrecken in Asien, die stattfinden. Japan, Malaysia. Da sind noch so viele Rennen, wo wir dann kein Indonesier sehen. Und das ist dann wieder so ein bisschen das Problem. Ticketverkauf dort. Ich merke langsam meinen vorderen linken Reifen. Also den Reifenverschleiß, den spüre ich dann doch deutlich mehr als bei der Konkurrenz. Das Kiesberg kennen wir eigentlich schon. Da wollte ich jetzt nicht nochmal unbedingt reinfahren. Und das ist so das Problem an Esteban, nicht an Esteban, sondern an Rio Arrianto. Den könnten wir theoretisch ab Sparta nicht mehr sehen. Also ich würde da momentan wirklich den Stoffel von Don R reinsetzen. Der braucht dann Praxis. Könnte aber natürlich das Problem dann sein. Das könnte natürlich ein Problem zum Beispiel auch werden für McLaren. Die möchten ihn natürlich am besten nächstes Jahr schon verpflichten. Da gibt es ja die Wechselgerüchte von Jenson Button, dass der vielleicht zu Williams wechselt. Also viele, viele Überlegungen, die da momentan getätigt werden müssen bei Mano und auch bei McLaren. Da wird so viel. Da ist momentan eigentlich noch so viel, ja, Luft im Fahrerkarussell. Ja, danke, Chef. Ich merke auch schon, dass der Grip von der Links nachlässt. Das brauchst du mir jetzt nicht noch hier an dem Funk vorkauen. Ich bin am überlegen, ob ich einen Boxenstopp mehr mache. Weil die Reifen, die bauen extrem schnell ab. Ich muss mich jetzt wieder mehr nach hinten orientieren. Das bedeutet, dass wir eine Vier-Stopp-Strategie machen. Wenn das nicht sogar die schnellere Strategie ist, dann gehe ich eigentlich davon aus, dass die KI ihre Drei-Stopp-Strategie durchziehen wird. Das heißt, wir würden auch deutlich kürzer dann auf den Prime-Reifen wieder fahren. Aber wir müssten einen Reifensatz benutzen. Fahrer vor mir. Fahrer vor mir. Bottas liegt vor dir. Der Abstand beträgt 2 Sekunden. Wir fallen pro Runde um etwa 4 Zehntel zurück. Also so Runde 11, Runde 12. Da werde ich, glaube ich, schon reinfahren fast müssen. Weil der vordere Legge, der baut extrem ab. Der wird unsere Strategie einfach bestimmen. Das war jetzt eigentlich das große Thema beim Cockpit von Rio Arrianto. Wie sieht eure Meinung dazu aus? Schreibt es in die Kommentare. Ich würde lieber den Stoffel von Don da lieber sehen. Weil da weiß man, was man hat. Und das würde dann auch ein guter Vergleich werden für Pascal Wehrlein. Besser als in meinen Augen Esteban Ocon. Der zeigt nicht so wirklich eine Glanz. Der setzt keinen Glanz in der DTM momentan. Hat noch nie wirklich einen Podiumsplatz rausgeholt. Klar, er muss natürlich auch noch da ein bisschen dran gewöhnen, aber den Stoffel von Don, der kennt zum Beispiel das Auto von McLaren, der würde sich da ein bisschen schneller reinfuchsen und wäre eine größere Gefahr für Pascal Wehrlein und könnte vielleicht auch ein bisschen Sauber und Renault die Stirn bieten, zusammen mit Pascal Wehrlein. Boxenstoppfenster. Wiederhol das bitte, der Funk stört. Boxenstoppfenster. So, ich spare natürlich jetzt hier Benzin. Ist logisch. Also, ich bin für Stoffel von Don. Für wen seid ihr? Eigentlich gehen momentan nur diese zwei... es geht noch ein dritter aus. Sorry. Und das ist Alexander Rossi. Der ist letzte Saison schon gefahren in Manor. Hat er was bewiesen? Na gut, in Manor kannst du nicht viel beweisen, ne? Außer du holst einen Punkt in irgendeinem Rennen. Dann hast du schon was bewiesen. Ist aber jetzt nicht der Fall gewesen.
Er hat sich auch nie wirklich... Also Alexander Rossi ist noch die dritte Option, die Manu dann vielleicht in Betracht ziehen könnte. Es gibt natürlich noch andere Fahrer, die ihr meint. Will Stevens ist mal gefahren. Oder auch hier Roberto Meri. Die haben in meinen Augen beide nie Glanzpunkte gesetzt. Roberto Meri sowieso nicht. Der war ja schon langsam mal als Will Stevens. Das ist halt das Problem, wenn du halt in der Formel 1 bleiben möchtest und bei Manu eigentlich keine Glanzpunkte setzt oder du hast halt einfach keine Sponsoren oder kein Team, was dich supportet, so wie das bei Pascal Wehrlein. So wie das bei Pascal Wehrlein einfach mal der Fall ist. Das ist halt das große Problem, was dann wirklich du als Neuankömmling zum Beispiel hast. Das ist zum Beispiel der große Unterschied zwischen Rio Arianto und Pascal Wehrlein. Okay, der vordere Linke, der ist schon am Abbauen. Und zwar deutlich am Abbauen. Auch Bottas verliert wieder Zeit. Er wird auch nicht mehr schneller. Die Frage ist, wo komme ich raus? Also diese Anhaltekurve, die ist echt nicht zu unterschätzen. Da kannst du ja so oft einen Bremspunkt verpassen. Das ist nicht mehr feierlich. Das war nicht das erste große Thema, was jetzt die Zukunft betrifft. Das war eigentlich nur das einzige Thema, die Regeländerungen. Weil jetzt kommen wir eigentlich zu den Themen, die Strategiegruppe mit zusammen 6 Teams, der FIA und Bernie Ecclestone beschlossen hat. Daraus bestand so ein bisschen auch die Geschichte. Strategiegruppe ist jetzt ist eigentlich nicht was Eigenständiges, was Entscheidungen treffen könnte. Das müsste theoretisch von der Formel 1 Kommission nochmal überarbeitet werden, nochmal kontrolliert werden. Und die könnten das eigentlich erst im Großen und Ganzen beschließen. Ja, kann mal ganz kurz. Ich kann mal ganz kurz erläutern, was ist denn der Unterschied zwischen der Strategiegruppe und der. Okay, da sind wir uns mal einig. Also, Strategiegruppe ist eine Gruppe, die aus 6 Teams besteht. Ich glaube, Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren, Force India und. Ich kann mir jetzt auch komplett falsch denken. Das sechste Team. Was ist das sechste Team? Williams! Ich glaube, das sind die 6 Teams. Also die 6 Teams, die wirklich auch in der Meisterschaft weit vorne sind. Hier war ich schon halbe Kampflinie. Ich glaube, die 6 Teams sind's. Mit Bernie Ecclestone und der FIA haben wir quasi 8 Stimmen da. Aber die Formel 1 Kommission, die besteht aus, glaube ich, allen Teams. Ich glaube, aus allen Teams. Hauptsächlich auch noch Sponsoren der einzelnen Teams, das kommt dann auch noch hinzu. Der FIA, der FOM, glaube ich sogar auch noch, also das spielt auch noch eine große Rolle. Und Bernie Ecclestone, also viel, viel mehr Meinung. Ich glaube, da gibt es 26 Stimmen oder irgendwie sowas, das hatten wir mal, das Thema. Aber da bin ich auch nicht so weit drin. Also die Formel 1 Kommission, die kann zum Beispiel Änderungen im Reglement vereinbaren. Das ist auch kurzfristig, was die Strategiegruppe eigentlich nicht kann. Ja, und dann gibt es noch der Weltrat, der aus noch mehr Gruppen besteht. Das wäre aber die letzte Möglichkeit. Das gibt es aber, ja, sehr, sehr selten mit dem Weltrat. Danke, du Missflieger, dass du mir direkt ins Auge reinfliegst. Das war jetzt nochmal der kleine Unterschied. Also, fangen wir jetzt an mit der Strategiegruppe und was die so beschlossen haben. Das erste, was ich jetzt betreffen möchte, war zum Beispiel, was ihr gestern vielleicht sehen konntet. Bei mir läuft das Qualifying nämlich noch nicht oder es hat noch nicht gelaufen. Und zwar, das war das Thema. Button vor mir und Van hinter mir. Qualifying. Im Ungarn gab es ja die Diskussion mit Nico Rosberg bezüglich seiner schnellsten Runde in Q3, dass sie unter doppelt gelb. Dass er die unter Doppelgelb gefahren ist, wo dann Alonso dort in der Kurve 10, glaube ich, war das, also Turn 10 stand, wo dann die Diskussion stand, da war Doppelgelb und er trotzdem seine Zeit verbessert. Das Problem, was ich so ein bisschen dabei sehe, natürlich ist, auch für die Fans, sehen halt diese Minisektoren nicht. Die Strecke ist noch in so sogenannten Minisektoren eingeteilt, also es gibt die 3 großen Sektoren, die jeder kennt, 1, 2 und 3. Und dann gibt es eigentlich noch so ganz, ganz viele Minisektoren. Die bestehen meistens aus einzelnen Kurven. Oder aus heranfolgenden Kurven.
Weswegen das ja auch dann die sogenannten Minisektoren sind. Und das sehen die Zuschauer halt nicht. Da müsste, glaube ich, auch nochmal hier nachgebessert werden, dass die Zuschauer das wirklich sehen können, was wo welcher Minisektor einfach mal ist. Ist schwierig vielleicht auch im TV-Bild umzusetzen, aber das ist zum Beispiel auch zum Beispiel etwas, was ich mir zum Beispiel wünsche, wenn die da über Minisektoren reden, weißt du gar nicht, was damit gemeint ist. Als neuer Zuschauer zum Beispiel ist das dann ein großes Problem. Ja, ich sauge mich hier neben Raikön an und sauge mich auch so an ihm vorbei. Schönes Überholmanöver. Das Überholmanöver, das vor der Mercedes-Arena. Oder Mercedes-Tribüne, besser gesagt. Einige haben auch geschrieben, dass sie beim Hockenheimring dabei sind. Und ich hoffe, dass ihr alle wohlbehalten zurückgekommen seid, ein schönes Rennwochenende hattet. Einer hat mir schon geschrieben, dass es ein mega geiles Erlebnis sein wird, einmal bei so einem Formel-1-Rennen dabei zu sein. Also ich plane eigentlich nur fürs nächste Jahr momentan. Die schnellste Rennrunde sind wir jetzt gefahren mit neuen Reifen. Nehmen wir lieber das DS noch von Magnussen mit. Und ich werde ihn jetzt hier mit einem... Jawohl, Chef. Ich plane eigentlich nur fürs nächstes Jahr. Vielleicht der Hockenheimring und... Oh mein Gott, den gibt's ja gar nicht. Ha! Den gibt's ja gar nicht fürs nächste Jahr. Das findet ja weiter im Wechsel statt. Für 2018 haben sie noch einen Vertrag. Das habe ich im Training gestern noch aufgeschnappt. Das hat nämlich der Kommentator, der Ernst Hausleitner... beim ORF nämlich gesagt. Dass wir 2017 gar keinen Deutschland Grand Prix mehr haben würden. Für manche unvorstellbar, weil wir halt so viele deutsche Rennfahrer dabei haben. Mit Pascal Wehrlein, Sebastian Vettel, Nico Rosberg und auch Nico Hülkenberg, mit dem wir hier gerade unterwegs sind. Wir haben es 2016 geschafft, wir werden es auch 2015 geschafft, wir werden es auch 2017 überleben. Weil bei uns ist das, glaube ich, echt so eine Geldgeschichte auch so ein bisschen, das Ganze zu finanzieren. Nochmal eine neue schnellste Rennrunde. Fahrer vor mir. Ich muss das schneller sprechen. Bist du vor mir? Ach, der ist gerade aus der Boxengasse rausgekommen in Runde 16. 32, die fahren 3 Stops. Meine Reifen sind auch noch top aus. Sehr schön. Also mit der schnellsten Rennrunde sage ich hier mal den Kampf gegen Bottas an. 1.18.4. Ich hatte ja früher immer Probleme mit dem ersten Reifensatz. Mit dem ersten Stint. Das scheint sich auch hier wieder zu bewahrheiten. Und ich war stehen geblieben bei der Diskussion mit den doppelgelben Flaggen beim großen Preis von Ungarn. Ich schweife momentan immer so ein bisschen ab. Ja, das tut mir so ein bisschen leid. Kein System drin. Eigentlich habe ich mir ein System aufgeschrieben. Aber es fallen einem so viele spontane Sachen während so eines Rennens ein. Und das finde ich halt immer das Schöne daran. Also, was ist die Neuerung? Die FIA möchte sofort rot zeigen. Sobald eine Gefahrenstelle zu sehen ist, ob man jetzt wirklich bei dem besten Beispiel von Fernando Alonso dann wirklich die rote Flagge zeigen muss, das stelle ich einfach mal in den Raum. In meinen Augen nämlich nicht, weil das kann man auch ein bisschen ja übertrieben gesagt übertreiben, dass wir quasi ein dass wir quasi jedes Mal ein Qualifying haben mit roten Flaggen. Wie kommt denn das dann bitte schön rüber? Also ich finde die Regeländerungen jetzt nicht gerade prickelnd. Ich kann zum einen auch verstehen. Klar, es gibt natürlich Situationen, zum Beispiel auch in Ungarn, wo ein Massa abgeflogen ist, wo ein Rio Rigante abgeflogen ist. Da muss man nicht diskutieren. Das sind rote Flaggen würdig aus dem ganz einfachen Grund. Da muss man auch die Sicherheit der Streckenposten jetzt nicht unnötig gefährden für ein Qualifying. Das ist in meinen Augen komplett akzeptabel. Ich bin auch jemand, der einfach sagt, oder wo, was in meinen Augen sehr untergeht, in der Formel 1, die Sicherheit der einzelnen Marshalls. Die gehen in meinen Augen genauso hoch, ja, wenn nicht sogar noch höher, weil die einfach nicht das nötige Geld dafür bekommen. Und die, für die Sicherheit für die Marshalls muss eigentlich immer gewährleistet sein, ja.
Zu 100%. Und das kannst du im Qualifying wirklich machen, wenn da jemand steht, die ein Auto bergen müssen, mit einer roten Flagge. Das ist ganz klar in meinen Augen legitim. Und gehört sich auch so, ja. Für den gesunden Menschenverstand. Ja, aber jetzt... Für ein stehendes Auto, was auf der Ideallinie steht oder knapp neben der Ideallinie steht, da unbedingt eine rote Flagge rauszuholen, weil man die Diskussion aus dem Weg gehen möchte mit neuer Bestzeit in dem Sektor und doppelgelb geschwenkter Flagge. Zumal es ja auch wegen den Wetterbedingungen die Strecke auch immer schneller wurde. Das war ja auch noch ein Grund, was viele nicht gesehen haben. Und deswegen auch so laut rumposaut haben. Der hat seine Bestzeit unter doppelgelb gefahren. Ich kann es im Nachhinein nicht so ganz verstehen, warum man dann so ein großes Fass darauf gemacht hat. Die Rennleitung hat ja gar nicht auch diesen Vorfall untersucht. Da waren ja auch mehr Lewis Hamilton, der nochmal die bei quasi seinen Teamkollegen angeschwärzt hat bei der FIA. Aber ich denke mal auch, das war nicht nur Hamilton alleine. Ich denke mal nicht nur, dass es Hamilton alleine war, sondern auch die Fernsehmedien. Warum kommt mir jetzt da das Sex so schlagartig entgegen? Dass auch da die TV-Sender da auch ihren Senf dazu beigetragen haben. Da bin ich meine ich auch relativ sicher. Fahrer hinter mir. Fahrer hinter mir. Okay, das ist viel Boxenstoppfenster. Also das ist so wirklich das Problem, was man halt gesehen hat. Man möchte diese Diskussion aus dem Weg gehen. Aber, jetzt kommt das große Aber, es gab mal 2006 einen Monaco-Vorfall mit Michael Schumacher. Die Formel 1 länger verfolgt oder verfolgen, wissen, was ich damit meine. 2006 war halt dieser Fall, dass Michael Schumacher in der vorletzten Kurve sein Auto quasi geparkt hat. Er hatte zu dem Zeitpunkt die Pole Position halt inne und hat das Auto da geparkt. Und da war man sich halt zu dem Zeitpunkt damals gar nicht sicher, war das jetzt eine pure Absicht oder war das jetzt noch völlig legitim. Da war man sich halt ziemlich unsicher im Nachhinein. Man weiß es immer halt noch nicht, man wird auch Michael Schumacher dazu nie mehr befragen können. Wegen auch dem schweren Skiunfall damals. Vor 2 Jahren. Ja, es ist ja schon 2 Jahre her. Danke, das wollte ich gerade wissen. Ja, das wollte ich gerade wissen. Wie viel holt denn der Herr Bottas gerade auf? Man sieht ja auch schön, welcher Reifen am meisten wieder abbaut. Diese Michael Schumacher. Geschichte ist dann das größte Problem, ob dann Fahrer wirklich absichtlich ihr Auto irgendwo in der Wand stellen. Da fällt mir ganz besonders Singapur ein, da kann man es sehr, sehr gerne machen. Da hat man auf jeden Fall nicht so viel Platz und da kann man das herbeirufen. Also da sehe ich auch noch Diskussionsbedarf, auf jeden Fall. Man muss schauen, wie das Ganze wirkt. In Belgien und Italien sehe ich da jetzt nicht so das große Problem, aber spätestens in Singapur auf engeren Strecken könnte das dann wirklich zu einem großen Problem werden. Und ob die FIA das konsequent durchsetzt, ist auch so eine große Frage wieder. Wir kennen ja die FIA, wir kennen Charlie Whiting mittlerweile, dass der nicht wirklich alles so wirklich durchzieht, was er wirklich groß ankündigt, sondern dass da viel, viel Geschwätz hinter steckt. Und das könnte man wirklich mal so meinen. Warum? Hat er kein ERS mehr oder was? Oder Überrundungen, das könnte auch ein Thema sein. Jetzt haben wir Schilden vor uns. Ich würde schon sagen, mein Teamkollegen. Das stimmt ja gar nicht. Ich war ja gar nicht in Marussia. Also, wie seht ihr die Sache? Seht ihr die Sache genauso skeptisch entgegen wie ich? Oder findet ihr vielleicht diese Regeländerung vielleicht sogar gut? Weil es mehr Sicherheit bringt? Oder wie seht ihr das Ganze? In die Kommentare damit. Und bitte in einem einzelnen Kommentar verfassen. Und nicht 5 Kommentare verfassen. Ja, was soll denn das, Ericsson? Was ist denn das für ein Vorbeilassen in der Kurve? Hoffentlich bestraft die Schilden dafür. Ja. Es ist einfach auch das Thema gewesen, die Unfairness, die Unsportlichkeit. Das gehört aber auch ein bisschen noch dazu. Diese schöne Diskussion, diese schönen Emotionen, die dann hochkochen
Im Fußball liebt man diese Emotionen, in der Formel 1 möchte man das nicht haben, da möchte man Gleichberechtigung haben für die einzelnen Fahrer. Das hat mir jetzt sau viel Zeit gekostet, das mit dem Ericsson, ne? Weil der Bottas ist jetzt wieder richtig rangekommen. Also Überrundungen könnten hier ein Thema sein. Wie wir gerade festgestellt haben. Ist jetzt auch wieder eine neue Erkenntnis, die ich gar nicht so gewohnt bin. Überrundungen könnten ein Thema sein. Interessant. Nächstes Thema, was dann die Strategiegruppe verabschieden möchte, ist Track Limits. Ein in meinen Augen sehr heißes Thema, wo es eigentlich von den meisten Fans her keine Diskussion gibt. Sie wollen die Track Limits abschaffen. Es gab jetzt im Ungarn und auch hier in Hockenheim an zwei Stellen eine elektronische Überwachung. Die elektronische Überwachung in Hockenheim war natürlich die Kurve 1. Da wurde sogar Hamilton gerüpft quasi noch von der FIA. Also den hat man quasi auf dem Kicker. Da muss Hamilton aufpassen, er hat immer noch zwei Verwarnungen. Bei der dritten gibt es 10 Positionen nach hinten. Da muss man aufpassen diesbezüglich. Also er bewegt sich eigentlich auf einem ganz, ganz dünnen Eis, der Lewis Hamilton. Und auf dem dünnen Eis bewegt sich da meine Erkenntnisnahme auch die FIA und auch natürlich die Strategiegruppe und die einzelnen Teams. Ich tippe mal, dass die einzelnen Teams gesagt haben, die Fahrer wollen das so und den Teams ist es egal. Wie gesagt, die besteht halt aus 6 Teams und Bernie Ecclestone, der könnte vielleicht dagegen gesprochen haben. Die FIA wahrscheinlich auch. Aber ich denke mal, die Teams werden die einzelnen Fahrer dazu gesprochen haben. Das könnte ich mir durchaus vorstellen und daraus hin kommt dann die Entscheidung, dass man gesagt hat, wisst ihr was? Wir 6 Teams sind dafür, dass die Track Limits abgeschafft werden. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Unter den Anführungsstrichen im Hinterkopf natürlich, die Fahrer wissen das oder die Fahrer wollen es so. Weil man wird auch die Fahrer zum Beispiel zum Halo-System gefragt haben, da kommen wir dann später dazu. Also, die Track Limits sollen abgeschafft werden. Das heißt, die Fahrer dürfen so weit rausfahren, wie sie wollen. Wir Fans sehen das sowas von wahnsinnig ungern. Wofür gibt es eine Streckenbegrenzung? Das heißt, wenn die FIA da wirklich in Riegel vorschieben muss, dann müssen die Streckenbetreiber wieder nachrüsten. In Form vom Kiesbett. Und dann werden wir die Teams argumentieren. Das geht wieder aufgrund der Sicherheit. Ja, also dass ich so viel Benzin hier spare, das wundert mich dann doch sehr. Auch wenn wir hier natürlich einen Mercedes-Motor drin haben. Das ist auch eine kleine Änderung, die ich in 2015, also in der normalen Saisonkarriere, feststelle. Auch hier die Mittelfeldautos, die sparen Autos, die sparen Sprit. In 2 Runden, ja, da macht schon mein vorderer linker Reifen wieder Schlapp. Das Problem ist, ich muss eigentlich im Boxenstopp auf den Herrn Bottas rausfahren. Und das wird gar nicht so ohne werden. Das heißt, das Rennen wird eigentlich richtig spannend zum Schluss, wie das Rennen halt ausgeht. Und da muss ich euch halt überbrücken mit den aktuellen Themen in der Formel 1. Also ihr könnt momentan ein bisschen was lernen. Also ich war aber stehen geblieben bei den 6 Teams. Ich denke mal, die 6 Teams haben dafür gestimmt, dass die Track Limits abgeschafft worden oder werden. Und FIA und Ecclestone, die waren dagegen. So kann ich es mir ungefähr vorstellen. Vielleicht sogar noch der Ecclestone dagegen aus geschäftlichen Gründen. Ja. Dass er sagt, zu viele Strafen verderben das Geschäft. So nach dem Motto ungefähr. Das könnte ich mir durchaus auch noch vorstellen. Aber die FIA möchte weitere Überlegungen haben, um die Regeländerung weiterhin zu lockern. Weil die Diskussion stammt eigentlich wirklich, das mit den Track Limits aus Ungarn. Aber auch Silverstone. Gerade die schnellste Rennrunde von Lewis Hamilton war auch nicht so ganz einwandfrei an einer Stelle. Und da wurde halt nicht kontrolliert. Also das ist auch wieder so ein Thema, entweder macht man es ganz oder man lässt es einfach wieder komplett sein. Und da muss die FIA einfach das nötige Maß finden, wie sie das handhabt. Die Fans wünschen sich das wirklich an jeder Stelle. Ich wünsche mir das eigentlich auch an jeder Stelle, so wie das hier auch im Spiel
mit dem Schränk abkürzen ist. An jeder Stelle wird da explizit drauf geachtet. An jeder Stelle wird dann auch bestraft, wenn es sein muss. Und so gehört es auch in die echte Formel 1. Wenn man schon Strecken oder neue Strecken baut, die mit Parkplätzen überflutet werden, Russland, Austin, da muss man das schon so ein bisschen kontrollieren. Oder man macht so einen kleinen Kiesstreifen und danach macht man asphaltierte Zone oder Gras. Es muss aber wieder Zeit kosten. Da sind sich die Fans eigentlich alle einig, es soll Zeit kosten. Er soll einen einzelnen Fahrer bestrafen, dass er nicht auf der Strecke fährt. Und das gehört sich in meinen Augen auch einfach so. Ich keinen Grip mehr um diese Rechtskurve habe. Okay, das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Das Boxenstoppfenster ist jetzt offen für dich. Ich freue mich, dass das Boxenstoppfenster für mich wieder offen ist. Er hat noch bessere Reihe, also 4 Sekunden haben wir rausgefahren. Was verliert man hier in der Boxengasse? Man kürzt ein bisschen was ab, aber nicht die Welt. 20 Sekunden? Wahrscheinlich schon. Fahrer hinter mir. Fahrer hinter mir. Bottas liegt hinter dir. Der Abstand beträgt 4 Sekunden. Noch 42 Runden. Okay, er sagt mir keine Vergleiche an. Also wie seht ihr das Thema mit dem Track Limits? Ich finde das eigentlich die schlechteste Entscheidung, die Strategiegruppe und die Teams da treffen konnten. Ich fand es nicht schön, wo ich das gelesen habe, aber man muss es halt so akzeptieren, wie es gekommen ist. Aber wir haben noch weitere Themen und noch weitere Änderungen beschlossen. Es ist auch so eine Sache mit den Track Limits, das steht halt im Reglement drin. Ja, das bedeutet, selbst wenn die Strategiegruppe das jetzt so festgelegt hat, es ist nicht fein abgeklärt. Weil es, wie gesagt, diese Track Limits, die stehen im Reglement. Und alles, was im Reglement steht, das habe ich vorhin erklärt, muss eigentlich von der Formel 1 Kommission unter Dach und Fach gebracht werden. Also ob diese Regeländerung jetzt hundertprozentig schon feststeht im Hockenheimring, das ist eigentlich noch Ermessensspielraum der FIA. Deswegen müssen sich da die Fahrer vielleicht auch sogar noch beugen und da muss man dann aufpassen. Also das wird noch weiterhin auf jeden Fall Diskussionsstoff geben. Da ist man sich eigentlich ziemlich sicher. Der Manuel, der muss mich eh vorbeilassen. Das ist gar nicht so schlecht, dass ich hier hinter dem Maldonado rausgekommen bin. DRS, Windschatten, nice. Bringt wieder ein paar Zehntel. Deswegen wird die FIA doch im Nachhinein und mit Charlie Whiting weiterhin schauen. Bernie Ecclestone soll quasi hier der, ja, der Mann stehen, der zwischen zwei Parteien steht. Er wird aber auch irgendwo seine eigene Meinung natürlich haben und versuchen, die durchzusetzen oder durchzuboxen. Boxenstoppfenster. Boxenstoppfenster. Das Boxenstoppfenster öffnet sich in 12 Runden. 12 Runden. Beim nächsten Boxenstopp ziehen wir Options auf. Noch 41 Runden. Alles klar, ihr habt jetzt auch auf 4 Stops gepolt. Finde ich gut. Weil Reifen schon kann ich hier irgendwie nicht. Das war auch immer so ein kleines Markenzeichen des Force Indias. Fahrer vor mir. Okay. Da bin ich sehr weit rausgekommen. Da fehlt einfach der Grip. Also in der ersten Kurve, da versuche ich mich ja schon innerhalb der Streckenbegrenzungen zu halten. Gerade mit neuen Reifen gelingt mir das natürlich besser als mit alten. Aber das gehört natürlich auch irgendwo dazu bei mir. Hä? Diese Streckenbegrenzungen, das Thema hatten wir ja gerade. Ich bin aber gespannt, ob Codemasters irgendwelche großen Regeländerungen dann auch einführen wird. In das neue Game. Ich bezweifle es allerdings so ein bisschen. Weil es ist jetzt einfach zu kurzfristig. Und da wird Codemasters auch nicht mit gerechnet haben. Deswegen, sowas wird da nicht kommen. Wir werden das Schränke abkürzen weiterhin drin haben. Gerade auch für unsere Liga ist das dann sehr, sehr hilfreich. Apropos Liga, da wird ein, beziehungsweise ich glaube, da ist schon für euch ein Infovideo gekommen. Deswegen ist das für euch dann auch keine große Regeländerung. Ich sehe davon einen Alonso und einen Ricciardo vor mir. Müssen wir was zum Renngeschehen erzählen? Jetzt mache ich mal ganz. Ich muss mal ein bisschen Luft holen. Ja, also wir haben jetzt schon 28 Runden gefüllt mit drei Themen. Und
wie gesagt, schreibt gerne Kommentare, dann können wir das gerne noch weiter diskutieren, ausdiskutieren. Weil das macht am meisten Spaß, bei solchen Videos zu produzieren. Mit der Community das groß zu diskutieren. Wie ihr das so seht. Wie ihr auch zum Beispiel gefand, dass ich mich für Nico Hülkenberg entschieden habe. Konntet ihr die Entscheidung nachvollziehen? Konntet ihr die Entscheidung nicht nachvollziehen? Wie fandet ihr zum Beispiel auch dieses Hockenheim-Special, was ich jetzt hier gerade drehe? Ich finde es einfach mal wieder schön, so ein altes, oldschool-mäßiges 100%-Rennen zu fahren. Ja. Vor allem ist es doch gerade gar nicht so anstrengend für mich. Wir haben draußen 30 Grad, ohne Scheiß, und ich schwitze noch nicht so wirklich. Fenster zu, Tür zu, alles dicht. Ja. PC schreit Wärme aus. Mich juckt es gar nicht. Mich juckt das gar nicht. Fahrer hinter mir. Fahrer hinter mir. Okay, der ist ja gar kein Thema. Der hat sein Rennen quasi schon im Qualifying weggeschmissen. Weil ich sehr, sehr schade finde sowieso, dass der vordere Linke wieder anfängt abzubauen. Du, das mache ich. Ich versuche es ein bisschen reifenschonender zu fahren. Was mir aber natürlich nicht sehr leicht fällt, hier unbedingt. Ich drehe jetzt noch mit Absicht nochmal extrem auf. Weil eine neue schnellste Rennung bin ich jetzt mit dem Reifensatz noch nicht gefahren. Jetzt kommen wir vielleicht zu etwas, was die Spannung in der Form 1 wieder erhöhen könnte. Oder auch erhöhen wird. Die Strategiegruppe hat unter sofortiger Wirkung, das ist die sofortige Wirkung, Schiene Starts fahren lassen bei Regen. Das heißt, das Safety Car dient quasi als Einführungsrunde. Also ein Safety Car Start jetzt nicht mehr fliegend, sondern stehend. So ist es eigentlich besser ausgedrückt. Safety Car, die Runden zählen trotzdem natürlich. Das ist, jetzt fragen sich einige, warum zählen jetzt die Runden eigentlich weiter? Aus dem ganz einfachen Grund, da haben wir noch diese Benzinmenge. Oh, Koe Kobayashi, Augen auf. Ich komme auch noch von hinten. Diese Spritlimitierung von 100 Kilo. Deswegen zählen natürlich die Safety Car Runden noch dazu. Keine Frage. Eine. Das könnt ihr auch mal sehen, ob ich vom Gas gehe oder hören. Bei Gelb bin ich auch nicht vom Gas gegangen, aber ich. Meine Augen oder ich habe dann weiter nach vorne geguckt. Ich habe nicht mehr auf Ricciardo geguckt, sondern ich habe dann noch weiter nach vorne geguckt. Also P5 scheint schon ein bisschen safe zu sein. Frage ist natürlich, wer ist davon abgeflogen? Es sind 50 Kilogramm Benzin übrig. Noch 50 Kilo. Das war jetzt sowas von ein Reflex. Der Ricciardo ist ausgestellt, dann habe ich dann Alonso gesehen. Habe ich mir gedacht, geh mal lieber in die Eisen, bevor du da hinten reinrasselst. Weil ich bin auch schon ausgestellt, der Ricciardo auch. Die kosten mich jetzt allerdings Zeit, die beiden Schreithähne hier. Da muss ich die gleich, ja, welche Überholstelle? Entweder, wie gesagt, Haarnadel. Eine Möglichkeit. Boxenstoppfenster. Boxenstoppfenster. Dein Boxenstoppfenster öffnet sich in 8 Runden. Beim nächsten Boxenstopp ziehen wir Options auf. Noch 37 Runden. Gut, die beiden werden hier sowieso einen Stop sparen. Ja, hier die Kurve, das habe ich schon im Qualifying angesprochen. Da verlieren sie, also hier verlieren sie deutlich viel Zeit. Dein Vordermann hat weniger als eine Sekunde Vorsprung. Versuchen wir mit DRS vorbeizukommen. Das ist hier saumäßig eng, lässt mal Ricciardo auch noch ein bisschen Platz. Der Alonso. Beide geschnappt in der Kurve. Starkes Manöver. Bottas scheint abgebogen zu sein. Fahrer vor mir. Also Alonso geschnappt, Ricciardo geschnappt. Ich war bei den Skats stehen geblieben. Die spreche ich gleich wieder an. Will mich jetzt hier so ein bisschen absetzen. Wir haben auch schon gleich die Hälfte des Trends hinter uns. Heftig. Wir sind schon bei knappen 50 Minuten.
Ich war bei den Skats gegangen, ich bin ganz kurz eingenickt. Sorry dafür. Das ist jetzt schon wirklich so wieder grenzwertig für einige. Oder für einige ist das wirklich grenzwertig. Es gibt sogar einen, der macht das genau gleich wie ich. Der fährt auf Legende, der fährt das gleiche Auto wie ich. Und wird am Ende sehen, wo ich dann stehe. Wenn du auch ein fehlerfreies Rennen hast, dann musst du eigentlich mal den Rundenzeiten vergleichen. Ja, das ist dann ganz, ganz wichtig. Rundenzeiten immer schön vergleichen. Weil die Renndauer, die ist dann interessant. Dann kannst du sagen, wer war schneller unterwegs. Stehende Skats bei Regen quasi finde ich auf jeden Fall gut, denn in Monaco ist das ein Thema. Deswegen aus Monaco ist das ein Thema geworden. Und natürlich ganz besonders Silverstone. Bei Silverstone, da fühlte man sich ja als Zuschauer dann noch so ein bisschen leicht verarscht, dass man, dass da kein stehender Skat passiert ist, obwohl die Strecke eigentlich so weit schon war. Deswegen hat man das jetzt eigentlich so ein bisschen wieder eingeführt. Oder man hat es jetzt eingeführt. Viele Fans haben das schon eigentlich vor Jahren gesagt. Das braucht die Formel 1. Die Formel 1 ist halt die Königsklasse. Man sagt es jetzt mal die Königsklasse. Aber wenn man dann halt so einen fliegenden Skat halt hat hinter einem Safety Car, ist das Königsklasse. Die Formel 1 lebt ja von diesem stehenden Skat. Das ist dieses Spannungselement, was wir Zuschauer halt wirklich lieben. Stehender Skat in der Formel 1 ist schon das Nonplusultra, weil da kann was passieren. Da sind Überraschungen möglich. Bei einem fliegenden Skat kommt kaum Überholmanöver zustande. Ihr kennt es selber. Und ja, ich finde die Regeländerungen auf jeden Fall richtig, richtig gut. Aber wie läuft das Ganze ab? Also, jeder kennt diese Nachricht, Safety Car in the Slab. Also Safety Car kommt diese Runde rein, ja. Das wird beibehalten. Dann fährt der Führende, in dem Augenblick ist es halt der Führende, des Rennens. Das Rennen ist ja quasi schon eröffnet. So gesehen ist das Rennen eigentlich schon eröffnet. Deswegen kommen wir gleich noch zu meinem weiteren Punkt. Theorie ist das Rennen schon geöffnet, aber wir haben halt diesen stehenden Skat. Diese Diskussion gab es, glaube ich, auch schon für 2014. Wenn ich mich das jetzt richtig in den Kopf zurückhole. Also diese Diskussion gab es schon mal. Das war aber auch bei trockenen Verhältnissen. Bei Regen führt man das jetzt ein. Das ist aber, wie gesagt, nur beim Skat so, nicht während des normalen Rennbetriebs. Das ist halt der große Unterschied. Also wenn es jetzt Beispiel, man holt das Safety Car jetzt raus, weil die Strecke zu nass ist. Wir sind jetzt zum Beispiel wie hier in Runde 34. Safety Car kommt raus, weil es zu nass ist. Und irgendwann sagt dann Charlie Whiting, dass das Safety Car muss nicht mehr draußen sein. Dann kommt ein fliegender Skat. Das betrifft halt wirklich nur am Anfang, wenn offiziell rauskommt. Es ist ein Safety Car Skat. Dann kommt das raus, ja. Ansonsten nicht. Und das ist halt eine wichtige Regeländerung. Oder 39, okay, ich wollte es nicht nachfragen. Das heißt, die Fahrer ordnen sich dann ein. Führen auf Skatplatz 1, der zweite auf Skatplatz 2, der dritte auf Skatplatz 3 und so weiter. Ja. Dann gehen die 5 Ampeln aus. Und dann ist das Rennen eigentlich offiziell gestartet. Früher war es ja so, eigentlich haben wir 2 Rennskats, wenn du knallhart bist. Weil, wenn es Safety Car Skat heißt, dann ist einmal das Rennen gestartet, das Rennen ist ja quasi gestartet, wenn die Rundenzeiten zählen. Streng genommen gesehen, ja. Das ist ja dann noch weiterhin der Fall. Und jetzt kommen wir nämlich zu einer wichtigen Regeländerung, die noch nicht fein abgeklärt worden ist von der Strategiegruppe und der FIA und Co. In Silverstone haben wir halt gesehen, dass einige schon in die Boxengasse. Wetterbericht. Sorry, jetzt muss ich mal ganz kurz das Thema unterbrechen, jetzt muss ich ganz kurz reden. Wie lange halten denn die Reifen hier? 13 Runden, ne? Und in 15 Minuten kommt der Regen. Da ich eh nochmal rein muss, wäre es eigentlich jetzt schon clever, jetzt reinzufahren. Aber der Reifen ist jetzt angefahren. Fahr rein hinter mir. Okay. Aber der Regen bringt natürlich jetzt alles durcheinander. 15 Minuten ist jetzt nicht viel. Bestätigt, bei deinem nächsten Boxenstopp
Also den Vorteil, den ich auf Primes hatte im, ja, im Qualifying und dann auch im Training, den können wir mal über Bord werfen. Der ist nicht mehr wichtig. Ich werde diese Runde reinkommen. Ja, es stimmt, da sind ein paar Wolken dazugekommen. Wetterbericht. Wetterbericht. In 15 Minuten setzt leichter Regen ein. 15 Minuten, bis leichter Regen einsetzt. Oh ja, da können wir ja mal richtig rausballern. Benzintechnisch gesehen. Stehende Skats, da fangen wir jetzt nochmal an, denn, was stehen geblieben in Silverstone, da haben wir gesehen, dass einige nach dem Safety, oder dass sie mit dem Safety Car reingefahren ist, dass sie auch in die Boxengasse abgebogen sind, um Intermediates aufzuziehen. Das könnte ein heißes Thema halt wirklich werden. Das Problem ist halt, wann sagt Charlie Whiting, okay, das ist ja jetzt Bedingungen. Das sind jetzt Bedingungen, wo wir sagen können, okay, da können wir jetzt sagen, da können wir sagen, das Risiko ist es uns jetzt quasi wert, einen stehenden Start zu machen. Das Problem, was wir auch einfach haben, ist die Bodenfreiheit, das ist der Unterboden. Bodenfreiheit ist halt mit dem Unterboden mit gemeint. Dass das nicht verändert werden darf bei einem Regenrennen. Ich glaube, wenn man das schon lockern würde, dann wäre das Thema gar nicht mehr so wichtig. Weil das Problem ist halt, steht was auf der Strecke, dann setzt das Auto halt auf. Ja, das ist halt zum Beispiel beim Safety Car oder beim normalen PKW halt nicht der Fall. Ein Formel 1 Auto ist halt so konstruiert, dass so wenig Bodenfreiheit wie nur irgendwie möglich bestehen muss. Ja, um eine gute Aerodynamik und auch gleichzeitig einen guten Topspeed zu erzielen. Damit der Wagen auf den Boden gedrückt wird. Bei Regen möchtest du halt das nicht unbedingt haben. Ja. Aber du möchtest schon haben, dass der Wagen natürlich auf den Boden gedrückt wird. Ich glaube, falsch gedacht von mir. Aber das ist so ein bisschen das wäre das Problem. Man möchte aber nicht, dass das Auto aufschwimmt. Weil dann ist der Kontakt halt nicht von den Reifen zum Boden hin. Und das ist dann Aquaplaning. Ja. Und das ist halt das große Problem. So, die Reifen können wir jetzt ausquetschen hier. Ja? Das heißt, das Auto am Limit bewegen. Vielleicht ist die KI sogar hier gleich im Vorteil. Wenn die KI ist natürlich nicht im Vorteil, wenn sie jetzt aber innerhalb diesen 15 Minuten reinfahren muss, dann habe ich jetzt einen wahnsinnigen Vorteil. Weil ich habe das ja quasi abgetimt. Also, was nicht fein beschlossen worden ist, dürfen die Autos in die Boxengasse abbiegen. Ich bezweifle es allerdings so ganz stark, weil wenn es einer macht, dann hast du ja keinen stehenden Start mehr. Also ich denke mal, dass diese Regel kommen wird, dass man halt nicht an die Boxengasse fahren darf, weil sonst hätten wir keinen normalen regulären stehenden Start. Also ich denke mal, ab da ist dann das Rennen offiziell dann wirklich erst eröffnet. Also ganz furios gemacht worden ist das Ganze. Ich möchte jetzt eigentlich den Alonso attackieren und mich nicht um meinen Hintermann kümmern. Ja. Podium ist natürlich auch im Regen herausgeschrieben. Keine Frage. Wetterbericht. Wetterbericht. Wir rechnen in den nächsten 15 Minuten mit leichtem Regen. Immer noch 15 Minuten. Ricardo verliert eine Sekunde pro Runde auf dich. Wovon ist noch jemand aus der Boxen rausgekommen? Ich denke mal eine Überrundung. Nein, der vordere Linke fängt jetzt schon an wieder abzubauen. Scheiße. Das könnte schon zu früh gewesen sein. Wetterbericht. Danke. Ich wollte die 10 nämlich jetzt mal hören. 10, da sind noch 8 Runden. Ja, 8 Runden. Sprich Runde 47 und 51 haben die geplant. Okay, dann passt das doch getimed. Super getimed von mir. Aber nicht, wenn hier die Räder stehen bleiben. Na, jetzt haben wir natürlich ein bisschen mehr Benzin raus. Benzinüberschuss für nur eine zusätzliche Runde. Schalte bald auf Mischung 2 runter. Der Sutil lässt mich hoffentlich auch noch vorbei. Naja, das kennen wir ja schon, das Spielchen von Herrn Kobayashi, wie die KI da agiert. Natürlich auch nicht nur bei dem Skat, beim Safety Car Skat gibt es eine Regeländerung, sondern auch bei Rennabbruch. Ich erinnere mich noch mal an Jules Bianchi, war das nämlich zum Beispiel mit dem Rennunfall. Ja, mit der roten Flagge. Alonso
Da gibt es auch eine Regeländerung. Bei Rennabbruch war das halt üblich, dass die Fahrer und Ingenieure am Auto fallen durften. Also fallen, sprich Änderungen am Setup, Änderungen nehmen können, aber auch die Reifen wechseln konnten. Das gibt's jetzt nicht mehr. Das ist auch ganz wichtig, das ist auch eine Regeländerung, die auch beschlossen wurde, die aber untergegangen ist. In meinen Augen, Setup-Änderungen werden jetzt nicht so häufig der Fall sein. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht so wirklich vorstellen, außer es ist von komplett Regen, komplett trocken. Dann wird es schon ein großer Unterschied sein. Von Regen auf Trocken, von Trocken auf Regen, da wird man auf jeden Fall das Setup jedes Mal ändern. Oder wollte man das Setup jedes Mal ändern? Aber das passiert halt so selten, dass wirklich ein Rennabbruch kommt. Der letzte Rennabbruch, an den ich mich erinnern kann, das war wirklich der Unfall mit Jules Bianchi, da wurde das Rennabbruch nicht wieder aufgenommen. Also diese Regeländerung, die werden wir halt nicht so häufig sehen, nur ich wollte es mal ansprechen, dass die einfach auch beschlossen wurde, im Verhältnis oder im gleichen Verhältnis oder im Zusammenhang hat man dies mit beschlossen mit der Safety Car Regeländerung. Ich laber gerade ein bisschen Müll, oder? Manchmal habe ich das Gefühl, ich laber dann Müll, weil der Zusammenhang gar nicht mehr so wirklich passt. Und ihr dann mit drei Fragezeichen. Ja. Also, wenn es Rennabbruch gibt. Und wenn das Rennen neu gestartet wird, darf davor das Setup nicht verändert werden und es dürfen nicht Reifen gewechselt werden. So, das ist jetzt mal richtig ausgedrückt. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht, würde einige jetzt sagen. Ja. Das stimmt allerdings. Alter, der vordere Linke, krass. Weil ich da immer so eine hohe Temperatur habe, das ist ja das große Problem. Das wird auch in der echten Formel 1 der Fall sein. Der vordere Linke wird die Strategie bestimmen. So, das war eigentlich das nächste große Thema, was wir da angesprochen haben. Bei den Safety Car sage ich Daumen nach oben. Bei Rennabbruch sage ich mit den Setup-Änderungen einen Daumen nach unten. Bei der Reifenwechselung sage ich wiederum einen Daumen nach oben. Ja. Also, wie gesagt, auch da eure Meinung gerne in die Kommentare dazu. Okay, die Zeiten sehen gut aus. Du fährst Renntempo. Und ihr merkt schon, wir haben jetzt viele Themen angesprochen. Wir sind gerade mal bei drei Viertel des Rennens. Aber da geht die Zeit wenigstens rum, weil für mich. Aber es macht Spaß. Es macht Spaß. Vielleicht gibt es noch welche, die jetzt einfach das 100% Rennen sich einfach mal anschauen. Und wenn es nicht gerade wieder das Spannendste ist, aber man weiß halt nie. Das größte Thema kommt eigentlich noch, das habe ich mir für den Schluss aufgespart. Das machen wir doch auch. Oder nicht? Chef, siehst du das nicht, dass ich das auch mache? Ja. Also. Ich hole jetzt aber auch nichts mehr auf Massa auf. Also den Massa sollte ich schon noch bekommen. Boah, jetzt muss ich eigentlich schon hoffen, dass der Bottas abbiegt. Weil wir sind ja noch nicht auf Intermediates gefahren mit dem Force India. Das wird auch wenn ein Fest werden. Und ich weiß noch, dass ich auf Fett fahre. Keine Sorge. Das ist mir durchaus bewusst. Nur im Regen werden wir noch mehr Benzin sparen. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Was, der fährt doch 1,19er Zeiten? Exo, bitte bleiben Sie rechts. Da sollte ich DRS bekommen haben. Jawohl, so ist es auch. So, jetzt kommen wir zu zwei, in meinen Augen, wichtigen Themen, die die Formel 1 auch wieder in Zukunft betrifft. Oder betrifft. Eigentlich betrifft das ja alles in Zukunft, wenn man mal gerade so auf... Wenn man jetzt streng genommen betrifft, ja. Aber die Regeländerung, die wird man sich so langsam dann, ja, im Gedächtnis einrufen. Nächstes Thema. Funkverbot wurde abgeschafft. Die Teams waren ja lange Zeit dagegen über dieses sinnlose Funkverbot. Jetzt hat die FIA es kapiert. Entweder ganz oder gar nicht. Ganz gar nicht gibt es jetzt nicht. Oder ganz erlaubt gibt es jetzt auch nicht. Es gibt eine Einschränkung, auf die ich natürlich gleich eingehen werde. Aber das Funkverbot in dem Sinne
was wir beim Hungaroring in Ungarn gesehen haben mit der Durchfahrtsstrafe für Jenson Button, weil man ihn quasi geholfen hat, das Problem in den Griff zu bekommen. Gibt es in dem Sinne jetzt nicht mehr. Und da sage ich nur Danke. Natürlich gibt es natürlich eine kleine Sache, die wiederkommt, nämlich das Fahrercoaching, was viele Fans nicht gern gesehen haben. Ja, dass der Fahrer quasi Anweisungen bekommen hat, wie er zu fahren hat. Das werden wir in dem Maße dann wiedersehen, klar. Keine Frage. So, schön hier die Ingbahn zumachen. Das Fahrercoaching kommt wieder. Das lässt sich gar nicht verbieten, dass das wirklich eine Klausel so weitestgehend in den Funk einbaust, dass wir das nicht mehr erleben werden. Also deswegen sage ich, entweder ein komplettes Funkverbot oder gar nicht. Fahrer vor mir. Fahrer vor mir. 7 Sekunden. Es fängt an zu regnen. Pro Runde 16, 32, 48. Pass auf, dass du mit diesen Reifen nicht in Schwierigkeiten gerätst. Sie nutzen sich allmählich ab. Eine Weile sollte es aber noch gehen. Okay. Ja gut, das geht mir natürlich. In den nächsten 5 Minuten könnte leichter Regen einsetzen. Guck mal auf die Rennstrecke und guck mal nach oben. Es fängt schon an zu regnen. Ja. Guck mal, ob ich das Timing noch kenne für Intermediates-Bedingungen. Fahrer vor mir. Bottas liegt vor dir. 7 Sekunden Abstand zwischen euch. Du brauchst pro Runde eine Zehntel auf. Ja, gar nichts. Noch 23 Runden. Aber dann können die auch so alte Reifen haben wie ich. Also ich hoffe mir, dass der Ring sich so ein bisschen hinauszögert. Dass die quasi auch die gleiche Anzahl an Boxenstops machen mussten wie ich. Weiß jetzt zum Beispiel auch nicht, wo Hamilton und Rosberg ist. Da könnte ich nämlich auch noch von profitieren. Also Funkverbot wieder aufgehoben, in meinen Augen der richtige Schritt. Ja. Jetzt kommen wir aber zu dieser Einschränkung, die es gibt. Und zwar folgende Einschränkung. In der Aufwärmrunde dürfen die Ingenieure keine Hinweise geben, wie die Fahrer den Start optimieren können. Sprich, keine Tipps bezüglich der Kupplung geben. Und das gehört sich auch in meinen Augen. Also damit die Starts abwechslungsreich bleiben, hat man gesagt. Okay. Dann sagen wir immerhin das. Belassen wir noch. Solche Tipps sind nicht gestattet. Finde ich persönlich gut. Weil das bringt die richtige Würze immer noch rein in so einem Rennen. Also in meinen Augen eine richtige Entscheidung. Dass man das wenigstens drin gelassen hat. Könnte man nächstes Mal den Checo bitte sagen, er soll mich anders vorbeilassen. Besser vorbeilassen. Der Mass hat wohl Probleme bei Überrundungen jetzt gehabt. Da der Bottas halt der stärkere Fahrer ist, wird es halt problematisch, wenn den noch zu bekommen. Das Ziel war übrigens, dass ich Erster werde. Ah, die Strecke hat schon, wird so leicht nass. Die Reifen kriegen aber noch ordentlich Temperatur rein. Also noch ist es auf jeden Fall trocken. Also ist es noch auf jeden Fall Slicks-Bedingungen. Und das war eigentlich schon das Thema über das Funkverbot. Das war ganz kurz. Das war ganz kurz vor mir gehalten, das Funkverbotsthema. Weil die FIA sah da Handlungsbedarf, spätestens Button hat das auch so bekannt gegeben. Da war Handlungsbedarf einfach schon von vornherein hinweg vorgesehen. Okay. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ja gut, meine Reihen sind auch schon wieder abgenutzt. Vorne links, der besonders. ...6,9. Ich höre nicht mehr wirklich was auf Bottas auf. Aber es ist immer noch trockene Bedingungen. Wetterbericht. Tut uns leid, aber diese Information können wir dir gerade nicht geben. War mal ganz schlecht. Also jetzt ganz schlecht. Entweder es wird stärker oder der Regen lässt nach. Wenn ich mir die Wolken so ansehe, glaube ich nicht, dass der Ring aufhört. Aber der wird doch nicht unbedingt stärker. Jetzt könnte ich mich mit der Strategie natürlich verboxt haben. Weil ich bin gezwungen, bis Runde 51 jetzt zu fahren.
26 Runden halten die Primes, laut Team. Vergiss nicht, diese Runde an die Box zu kommen. Dori, vergiss das jetzt ganz bewusst. Boah, jetzt wünsche ich mir ein bisschen stärkeren Regen wieder. Ich fahr gerade auf. Fahr rein hinter mir. Alonso liegt hinter dir. 2 Sekunden Abstand zwischen euch. Noch 21 Runden. 20. Boah, das ist abgebogen. Dein Boxenstoppfenster schließt sich gleich. Ich warte, dass die Bedingungen nochmal schlechter werden. Oh, du hast schon mal was aufgespritzt bei Kwiat. Das sind halt immer noch keine Intermediates-Bedingungen. Ich war nur da drauf. Die Reifen kühlen zwar schon ab, man sieht es ja hier deutlich. Das heißt, ich kann ja ein bisschen mehr auf die Bremse treten. Okay. Ich bin da auch noch der Meinung. Also eine Runde auf jeden Fall noch. Denk dran, diese Runde an die Box zu kommen. Weil die Rennsituation ist wirklich interessant. Es ist noch nicht schneller auf Inters, aber die Trockenreifen bauen bei mir halt schon extrem ab. Etwas! Er hat schon nachgelassen. Alonso auch in der Box. Boah, ich finde das jetzt gar nicht gut. Wetterbericht. Wetterbericht. Auf dem Radar können wir sehen, dass es aufklart. Okay. Es soll in etwa 15 Minuten aufhören. Das ist natürlich jetzt ganz beschissen. Das ist jetzt richtig beschissen. Wenn es jetzt so bleibt, bin ich weiterhin gezwungen, draußen zu bleiben. Und dann auf den Primes wieder zu wechseln. Und dann hoffen, dass der Regen jetzt nicht unbedingt stärker wird. Fahr rein hinter mir. Ricardo liegt hinter dir. Der Abstand beträgt 5 Sekunden. Noch 19 Rücken. Hat er gerade einen Blitz oben gesehen? Neben der Tribüne? Schaut nochmal hin, falls ihr das auch gesehen habt. Also es soll aufklären in 15 Minuten. Ich muss gar nichts. Oh, das war ganz klar abgekürzt. Sprich, die Strecke wird wieder besser, oder wie soll ich das jetzt verstehen? Ja, was tun? Was tun? Sprach Zeus. Ja, ihr habt gesehen, ich bleibe auf Trockenreifen. Boah, das ist eine ganz schwierige Situation gerade. Ich sehe nicht ein, dass das Inters sind. Aber ich werde natürlich gleich noch einen deutlichen Griffverlust spüren. Los, los, los. Und die Reifen halten jetzt bis zum Ende locker durch. Da die Temperatur einfach nicht hochsteigt. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Bottas ist wieder vorbeigekommen, Alonso hinter mir. Wetterbericht. Wetterbericht. Mein Gott nochmal. Es soll in etwa 15 Minuten aufhören zu regnen. 15. Wir haben keine Temperatur. Man muss jetzt so ein bisschen Temperatur die Reifen reinboxen. Ja, am besten so. Wir sind jetzt kurz vor dem Wechselpunkt. Echt? Die Grenze haben wir fast schon erreicht. Aber das Problem ist halt, jetzt wird er so wieder aufklaren und die Frage ist, was ist jetzt gleich schneller? Wir haben jetzt noch 18 Rennrunden. Und das ist jetzt gerade das Problem. Bei den 5 Simulationen sind wir nicht durch. Und in den Option habe ich auch nicht mehr einen frischen. Ein Ritt auf der Rasierklinge. So kann man das gerade beschreiben.
Ich weiß natürlich jetzt nicht, auf welchen Reifen der Bottas unterwegs ist, aber ich tippe mal auf den Primes. Das bedeutet, wenn der nicht mehr reinkommt, habe ich die Arschkarte gezogen. Das heißt, er hat mich dann hier ausgekontert durch den Regen, der so ein bisschen meine Strategie natürlich durcheinander gewirbelt hat. Weil der ist es weiterhin noch erlaubt, dann ist es immer noch unbedingt trockene Bedingungen. Weil die Reifen ja eiskalt sind. Aber kann man sowas bringen, dass der Reifen einfach mal stehen bleibt, damit man hier einfach ein bisschen eine bessere Traktion hat. So, das letzte Thema ist das geliebte Halo-Thema. Das letzte Thema Halo. Jetzt sag mir nicht, dass wir jetzt echt nochmal auf Intermediates wechseln müssten. Weil jetzt haben wir den Punkt erreicht. Fahrer hinter mir. Fahrer hinter mir! Mein Gott nochmal! Das ist ja gerade wieder ein Ritt auf der Rasierklinge. Fahrer vor mir. Oh, der muss überlegen. Oh, der muss überlegen. Gelb vor uns. Fahrer vor mir. Es ist ein es ist wirklich ein Ritt auf der Rasierklinge. Also die Reifen sind eigentlich zu schlecht. Und die Intersven ist gerade passend, aber dadurch, dass das Wetter jetzt nicht schlagartig schlechter wird, bleibe ich draußen. Ganz einfach. Einfache Mathematik. Und dass ich quasi in den 10 Minuten auf der Rasierklinge fahre. Ja, und nebenbei versuche das Halo-Thema anzusprechen. Ja, gute Nacht, ey. Hallo Wand. Also ihr seht jetzt selber, wie rutschig das ist. Ja, da bin ich mir auch nicht sicher. Kurzes Update zum Thema Reifen. Von unserer Seite sieht alles astrein aus. Sag Bescheid, falls du Probleme bemerkst. Wetterbericht. Wetterbericht. Wir rechnen damit, dass der Regen in den nächsten 10 Minuten... Ich kann nicht reinkommen, das ist schwachsinnig. Teamkollege an der Box. Bottas auch. Die werden auf jeden Fall dann nochmal reinkommen müssen. Gute Arbeit, P3. Du bist auf P3. Ja, weil ich mich auf der Rasierklinge versuche jetzt zu bewegen. Sobald das Wetter ein bisschen besser wird, dann habe ich wieder meine Bedingungen. Von daher bleiben wir draußen. Es ist eine schwierige Entscheidung jetzt gewesen. Weil ich konnte natürlich auch einfach nicht, boah, die Anzeige. Weil, das sieht kaum nasser aus. Aber ich rutsche mehr rum. Ich fange an, mehr rumzurutschen. Von jetzt auf gleich Intersbedingungen. Wo jede Minute, die wir hier den Trockenbedingungen wieder näher kommen, bin ich froh. Jetzt sind es aber wirklich Intermediates-Bedingungen. Außer hier im Schlussdeck doch auch. Wetterbericht. Wetterbericht. Weil jetzt komm, nimm's doch mal beim ersten Mal an. Nimm's doch einfach mal beim ersten Mal und nicht beim zweiten Mal. Ich verliere so viel Zeit eigentlich gerade. 30er Zeiten fahre ich. Boah, das 2 Sekunden. Wenn er aber nachher nochmal reinkommt, dann haben wir 20 Sekunden Vorsprung. Und die muss ich jetzt halt innerhalb diesen Zeitraum jetzt erstmal verlieren auf ihn. Es sind ja auch noch die Primes. Ja, super, deaktiviert. 18. nur noch. Er hat über eine Sekunde. Bleib konzentriert. Alle haben bei diesen Bedingungen
Ja, aber alle haben nicht die Trockenreifen drauf, so wie ich. Ja, der kann deutlich besser rausbeschleunigen. Boah, 10 Minuten sind noch lang. Ja, das verliere ich gegen Bottas, weil ich habe ja null Grip. Das wird ja echt... Jetzt auf einmal ist es schlimmer geworden. Wetterbericht. Ja, deutlich schlimmer. Es wird immer schlimmer hier. Obwohl der Regen nicht mehr wird. Wetterbericht. Das Wetter wird besser werden. Es soll in 10 Minuten aufhören zu regnen. Also sind die 10 Minuten nicht so langsam mal um. Ja, ich muss draußen bleiben. Jetzt muss ich draußen bleiben. Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät. Damit habe ich eigentlich mein gesamtes Rennen jetzt vielleicht auch sogar versaut. Ja, boah, das wird... Ja. 7 Sekunden schneller. Das heißt, 2 Runden. Ich kriege ja gar keine Temperatur mehr in den Reifen. Was, ey, ich habe ja echt mein Rennen hier wird versaut. Komm, Perez, fahr vorbei. Fahr rein hinter mir. Ja, jetzt ist es jetzt wieder aktiviert worden. Okay, jetzt kommen wir die Bedingungen wieder näher. Jetzt ist es wieder aktiviert worden. Das heißt, jetzt kommen wir die Kehrseite. Jetzt wird es wieder besser. Jetzt komme ich gleich wieder mit den Bedingungen besser zurecht, oder wie? Ja, ich merke das schon in der Kurve hier. Ja, aber noch sind in der Mitte ist ganz klar besser. Aber das kann jetzt zu lange dauern für mich. Fahrer vor mir. Zehn? 11 Sekunden. Der Abstand zwischen dir und deinem Hintermann ist nicht groß. Euch trennen nur 2 Sekunden. Die Rennleitung ist jetzt wieder aktiviert. Meine Güte nochmal. Auto. Danke. Danke, nur noch 5 Minuten. Ah, die haben natürlich noch ein Option, ne? Ey, sind wir uns ja mal einig! Und die Reifen kriegen wir Temperatur. Nice! Nice! Ja, es lässt sich wieder ein Tick besser fahren. Hä, wieso habe ich jetzt einen Abstand auf Rosberg? Von 44 Sekunden? Ist er ausgeschieden? Rosberg ist ausgeschieden! Okay. Das heißt, Platz 2 müssen wir attackieren. Noch sind die Intermediates wohl noch ein Tick besser. Aber nicht mehr lange. Fahrer vor mir. Aber nicht mehr lange, weil jetzt kommen meine Trockenreifen wieder. Zurück. Und abgebaut haben die gar nichts. 13 Sekunden. Oh Gott, das wäre... Ja, das ist, wenn du eine Runde früher... da nicht so schnell durchfahren konntest. Weil die Reifen den Grip nicht hatten. Apropos Mischung 3. Ja, könnt ihr auch Perez an der Box. Die Bremsen sind zu kalt. Du musst sie etwas aufheizen. Bremst die nächsten paar Kurven etwas stärker. Und den... Habe ich auch wieder bekommen. Jawoll! Boah, das habe ich jetzt bekommen. Durch die Strategie. Der wird jetzt aber auf Options unterwegs sein. Ganz kurz Halo mal ansprechen. Ich weiß auch nicht, ob ihr gedacht, dass es hier nochmal regnet. Halo. Was ist eigentlich Halo? Halo ist dieser Heiligenschein, den die Fahrer vor Kopfverletzungen schützen sollen. Das ist ein System, wo die, die meisten Fahrer halt dafür sind. Die meisten Fahrer wollen das Halo-System wirklich haben. Es gab Untersuchungen der FIA, wo verschiedene Unfälle simuliert worden sind und die man auch sich angeschaut hat bezüglich, um wie viel es die Sicherheit erhöht. Da kam halt heraus, dass dieses Halo-System die Formel 1 um 17% verbessern soll. Also 17% für so ein Halo-System finde ich jetzt eigentlich nicht relativ viel.
Zum Beispiel, da gibt es klar Unfallstudien, haben zum Beispiel den Bianchi-Unfall analysiert mit Halo. Da ist man sich eigentlich ziemlich sicher, das hätte Bianchi auch nicht gerettet. Ob mit oder ohne Halo, wäre kein großer Unterschied gewesen. Das kann ich auch, glaube ich, auch so unterschreiben. Nee, sorry, auf keinen Fall. Ich bleibe jetzt hier ganz klar auf den Trockenreifen draußen. Das hättest du wohl gerne, dass ich jetzt nochmal wechsle hier. Nee, keine Chance, keine Schnitte. Unter keinen Umständen. Man sieht auch wieder mal schön, wie schnell trocken die Strecke geworden ist. Und dass die Reifen man wieder härter rannehmen kann. Wunderbar. Ich denke mal, dass der Bottas auf den Options unterwegs ist. Also 17% für die Königsklasse. Und man zerstört so ein bisschen auch die DNA. Also das Herzstück der Formel 1, dass man quasi mit einem offenen Cockpit gefahren ist. Das finde ich halt das finde ich wirklich das Schlimmste eigentlich daran, wenn man das einführt. Weil man ist ja nicht mehr unbedingt besser als andere Rennserien. Ja, wo halt man halt schon so einen großen Schutz hat. Ja, zum Beispiel die MotoGP, die wird sich dann so ein bisschen absetzen, wieder mal von der ganzen Geschichte. Und die MotoGP wird sich dahin, geht vielleicht sogar ein bisschen attraktiver wieder gestalten. Dass man vielleicht sagt, dann MotoGP ist auf einmal dann die Königsklasse. Also viele Fahrer sagen, Halo wird irgendwann oder muss irgendwann mal kommen. Aber auch die meisten sind halt sich ziemlich sicher oder ziemlich einig darüber, dass da noch Verbesserungspotenzial auf jeden Fall bestehen muss bei dem gesamten System. Sehe ich genauso. Das System ist einfach noch nicht ausgereift, weswegen auch die Teams wahrscheinlich dagegen waren. Genauso wie auch einige Fahrer dagegen waren. Palmer, Hülkenberg, Rio, Arianto, die einfach sagen... Palmer sagt sogar ganz klipp und klar, das hätte keinem weitergebracht, keinem geholfen. Das System... Er ist da ganz klar der Meinung, das brauchen wir auch nicht. Man hat so gesagt, 90-95% der Fahrer im Paddock, die wären dafür gewesen, dass man es einführt. Und was wir jetzt auch nochmal einführen werden, ist hier dieser Kampf gegen Valtteri Bottas. Der aber vermutlich auf Options unterwegs ist. Ja, ich habe da rot markierte Reifen gerade schon gesehen. Ja, das sind rot markierte. Weiß auf Rot, das sieht man. Das bedeutet, den zu halten in den letzten 8 Runden, das wird eine Monsterarbeit werden. Sprich, im ersten Sektor muss er was rausfahren. An Zeit. Mein Teamkollege nochmal an der Box. Boxenstopp-Bug oder wie? Ich glaube, ich habe schon wieder Motorleistungseinbrüche. Man hört das schon wieder. Okay, es sind noch 10 Kilo Benzin übrig. 10 Kilogramm Benzin. Ah, jetzt wollte ich so einen Konter setzen, aber da habe ich keinen Grip. Neben der Legallinie. Schade. Vielleicht kann ich dranbleiben, auch wenn der natürlich die Options hat und deutlich besser unterwegs sein sollte. Die werden bei ihm auch nicht einbrechen. Bis Rennende. Fahrer hinter mir. Ja, der haut mir jetzt ab. Schade, die Strategie ging nicht auf. Aber ich glaube, es gibt kaum eine Strategie, die... Weil es wäre, glaube ich, egal gewesen, welche Strategie ich gefahren wäre. Ich muss auch mal wieder rankommen. Ach, da habe ich nicht in den zweiten runtergeschaltet, weil ich im dritten. Okay, das hat jetzt extrem viel Zeit gekostet. Du bist in Sektor 1 wesentlich schneller als dein Vordermann. Du bist schneller in Sektor 1. Ja, aber in den anderen beiden Sektoren nicht. Deswegen hat sich das Thema dann doch für mich erledigt. Jetzt natürlich auch die Frage, wieso ist Halo eigentlich gescheitert? Wer war eigentlich dagegen? Wer war zum Beispiel auch dafür? Okay. Nein, nicht wirklich.
Der ist sauber, weil er so langsam unterwegs. Der macht aber jetzt Platz für... Ja, da passiert auch leider nichts. Kein Überrundungsglück. Das war subtil. Gegen Bottas. Okay, wir haben noch etwa 10% des Startbenzins übrig. Okay. 10% kommt ungefähr hin, ja. Wir haben jetzt noch 6 Runden vor uns. Bottas fährt hier im Moment etwas davon. Seine Rundenzeiten sind eine Sekunde besser. Dann sind die eine Sekunde besser, ja. Und ich krieg ihn eh nicht mehr. Also alle 6 Teams von der Strategiegruppe, sowohl die FIA als auch Ecclestone, haben es abgelehnt. Also die FIA hat sogar auch abgelehnt, dass es kommt. Also einstimmig. Nur einstimmiger ging es gar nicht mehr. Die Fahrer konnten es nicht verstehen. Aber Charlie Whiting hat noch mal was in den Raum geworfen. Und zwar, das sollen erstmal alle Fahrer im freien Training erstmal testen, bevor wir das wirklich einführen. Also auch interessant, dass Charlie Whiting erstmal sagt, das sollt ihr erstmal alle testen, bevor ihr dann wirklich eine Meinung abgeben könnt. Es haben bisher 3 Fahrer getestet, dieses Halo-System, aber auch nur für eine Runde. Und das ist das Erschreckende, was man vielleicht auch so ein bisschen gesehen hat. Die Fahrer sind nur eine Runde gefahren, ja. Ob das von den Teams nur so gewünscht war, dass man wirklich nur eine Runde gefahren ist? Hat sich mal da so dahingestellt. Kann sein, muss aber nicht. Deswegen kann ich das auch so ein bisschen verstehen. Aber es ist nicht aus der Welt. Wir könnten es 2018 dann sehen. Das Halo-System oder auch diesen Aero-Screen, diese Frontscheibe, die halt Red Bull so ein bisschen entwickelt hat, mit der könnte man sich in meinen Augen noch mehr anfreunden. Meist mit dem Halo-System. Sieht aber auch, sieht optisch besser aus. Ja, das auf jeden Fall. Nur ob man es wirklich braucht. Irgendwann sehe ich das schon, dass wir in so einer Cockpit... Dass wir in so einer Cockpit-Kuppe irgendwann die Autos fahren. Jetzt kommt nochmal der größte Befürworter des Systems, das war Alexander Wurz, der halt... in so einer genannten Fahrergruppe ist, wo er quasi der Leiter ist, da können quasi die Fahrer ihre Meinung kundtun. Da hat Alexander Wurz auch mal gesagt, ganz klar, die Formel 1 muss nicht gefährlich sein, um attraktiv zu sein. Mittlerweile sehen das halt viele anders. Liegt aber auch so ein bisschen daran, weil man die Show halt immer verbessern wollte und den Sport halt immer weiter in den Hintergrund gestellt hat. Und das wird ja immer schlimmer irgendwo auch damit. Wenn der Sport in den Vordergrund steht, dann wäre es eigentlich gar nicht so schlecht. Er hat gesagt, in dem Zusammenhang, 1960 gaben an jedem Rennen oder an jedem 7. Rennen ein Fahrer. Ja, aber 2009 hatte man die meisten TV-Zuschauer. 2009. Warum hatte man wohl 2009 die meisten Zuschauer? Aus dem ganz einfachen Grund. Da kam ein Team aus dem Nichts, das eine super geile Idee hatte, von den Ingenieuren her, einen Top-Fahrer mit Jenson Button hatte, der dann auf einmal aus einem Hinterbänkler-Team ein Top-Team geworden ist. Das war irgendwo so auch ein Grund, warum man dann auf einmal eingeschaltet hat. Da gab es doch kein DRS, noch kein Schnickschnack, nicht so viele Überholmanöver, aber man hatte komischerweise die meisten Zuschauer. Ja, also hat man doch 2009 dann in dem Sinne ja gar nicht so viel verkehrt gemacht. Nur was macht man denn halt jetzt halt verkehrt? Man vergraut auch so ein bisschen wirklich die Zuschauer mit dieser Sicherheit. Das kann man nicht wegwischen vom Radar. Das ist Fakt. Und es muss einfach, in meinen Augen muss ein gewisses Risiko bestehen für die Fahrer. Weil früher hat man zum Beispiel gesagt, traue ich mir das wirklich unbedingt zu, in so einem Formel 1 Auto zu fahren? Mittlerweile würde ich sagen, ich würde es mir zutrauen. Weil ich genau weiß, die Sicherheit ist mittlerweile halt einfach so hoch, dass ich mit dem Wagen mit Traumen vielleicht gegen die Wand krachen könnte und mir passiert halt einfach nichts. Ob ich es dann wirklich kann, ob man sich dann wirklich zutraut, steht auf einem anderen Papier. Da muss man dann wirklich das Auto einmal gesehen haben. Aber das war halt wirklich früher so ein Grundgedanke, dass man sich das halt nicht so wirklich zugetraut hat. Mittlerweile ist man halt von diesem Ast eigentlich weit weg. Sehr weit weg. Und die meisten, die wollen auch kein Sterben sehen, aber sie wollen halt ein gewisses Restrisiko haben.
Und diese 100%ige Sicherheit, die wird es nie geben. Wenn man wirklich darauf gepirscht ist, die 100%ige Sicherheit zu gewährleisten, ja, dann müsst ihr keine Rennen mehr fahren, ja. Und auch, in die Diskussion, auch Vettel, nichts rechtfertigt den Tod, deswegen muss es kommen. Was passiert, dein Auto brennt und du kannst es nicht runternehmen? Das ist dann auch wieder so ein großes Thema. Was dann auch wieder so viele vergessen. Was passiert, wenn es brennt? Schilten. Biegst du in die Boxengasse ab oder lässt du mich hier vorbei? Fahr rein hinter mir. Der Funk rauscht. Was hast du gesagt? Fahr rein hinter mir. Alonso hinter dir. Der Abstand beträgt 9 Sekunden. Ja, 9 Sekunden, das rette ich ja wohl mal innerhalb von 2 Runden. Am Ende ist es dann doch das Podium geworden. Damit habe ich auch eigentlich... Wir sind in den letzten 2 Runden. Also das 100% Rennen fand ich jetzt gar nicht so anstrengend mehr. Das ist wieder so, könnte ich mich wieder dran gewöhnen. Aber es wird das letzte, glaube ich, auch gewesen sein in diesem Spiel. Deswegen die letzte Runde werde ich dann wohl genießen dürfen. Ich hoffe, die Themen... Schon wieder gelb. Ich hoffe, die Themen waren ansprechend. Danke, Bottas. Ich wollte den zweiten Platz jetzt nicht unbedingt geschenkt bekommen haben, ja? Also so weit war ich nicht, Bottas, aber danke. Danke dafür. Ich frage mich mal gerne, warum der sich weggedreht hat. Das frage ich mich gerade wirklich. Ich tippe auf Überrundung. Ja, aber das Rennen hat mir extrem viel Spaß gemacht, auch wenn wir jetzt nicht wirklich viele Überholmanöver hatten, aber das gehört für mich dazu. Es muss nicht unbedingt ein Rennen sein, wo viele Überholmanöver sind. Und das auch mittlerweile jeder anders gepolt. Der eine will viele Überholmanöver sehen, der andere will weniger Überholmanöver sehen. Und dem anderen ist es wiederum egal. Ja, das sind viele Faktoren, die da einfach eine Rolle spielen. Wieso man die Formel 1 guckt, der eine schaut sie wegen den Überholmanövern, der eine schaut sie wegen der Dominanz von Mercedes, ja, weil der Mercedes-Fan halt einfach ist. Also da gibt es viele, viele Gründe bei jedem Einzelnen und jeden recht machen kann man sowieso nicht, das ist auch ganz, ganz, ganz klar. Das ist aber nicht meine Aufgabe, das irgendwie zu machen, das ist Aufgabe der FIA, des Formula One Managements, also der FOM. Und falls ich irgendwie mal was Falsches erzählt habe, gerade die Strategiegruppe, der Unterschied zwischen Strategiegruppe und der... Okay, wenn du so weiterfährst, werden wir eine Benzinreserve übrig haben. Du kannst den Motor etwas aufdrehen, wenn du willst. Und der FIA-Kommission könnte das liebend gerne korrigieren in den Kommentaren. Das war nämlich nur ein bisschen Halbwissen. Das ist in etwa das letzte Kilo Benzin. Ja, Chef, wir sind jetzt eh gleich fertig. Hoffe, euch hat das Special hier gefallen. Ich fand's geil. Ich freue mich auch über diesen zweiten Platz. Weil Rosberg ausgeschieden ist, kriegen wir den Platz auch. Podium für Hülkenberg. Es besteht überhaupt kein Zweifel daran, wer heute der Fahrer des Tages ist. Lewis Hamilton. Sein Mercedes war einfach zu stark für die Konkurrenz. Ein weiterer Sieg für den schnellen Briten. Du vergisst uns. Wir haben einen Boxenstopp gespart und sind deswegen auf Position 2. Ja, es war dieser... Nee, es war nicht der Boxenstopp. Dann hätte ich einen Boxenstopp nämlich mehr gemacht. Wenn ich auch auf Intermediates gegangen wäre. Glückwunsch an Lewis Hamilton. Der war uneinholbar für uns. Aber mit 35 Sekunden, das sage ich, im Schnitt war ich nicht eine Sekunde langsamer. Würde ich hier mal gerade anmerken. Dann Bottas auf der 3, Ricciardo hat den Alonso nochmal irgendwie geschnappt. Da war wohl nochmal ein Kampf da hinten. Alonso auf der 5, Massa ist zurückgefahren auf 6. Vettel wird am Ende 7. Raikön auf der 8.
Also vielleicht sogar noch Ferrari bekommen. Und beide McLaren, Mercedes auf 9 und 10. Barton und Magnussen haben beide Toro Rossos. Perez nur auf der 13, also sogar auch einen Stop mehr machen müssen. Ausgeschieden ist wie gesagt nur ein Herr Nico Rosberg, der als einziger wirklich ausgeschieden ist. In welcher Runde ist er denn ausgeschieden? Relativ spät ist er ausgeschieden. Das habe ich noch im Kopf. 56, also doch, ja, sehr spät. Sehr, sehr spät. Die Vorfälle. Runde 1, oder war ja für lange Zeit nichts los, ne? Also Runde 1, Gutierrez und, schreibt man überhaupt Gutierrez? Ich habe Gutierrez nicht schreiben müssen. Ja, und Kwiat. Und dann ging es los. Runde 54 mit Vettel. Boah, extrem spät. Und Chilton. Also wofür es dann so viele gelbe Flaggen war, frage ich mich. Dann Magnussen in Runde 60. Mit... Ach, Magnussen. Ich schreibe schon Perez. Magnussen und Sutil. Und in der gleichen Runde auch noch Perez. Oder muss ich wegen der Überrundung aufpassen? Aber ich glaube, die waren in einer Runde. Perez mit Kobayashi. Zumal es ja auch immer in der reichen Rangfolge hier geschrieben wird. Alter, zum Schluss ging es so mal ab hier. Dann haben wir noch Runde 62. Das war Maldonado und Button. Aber warum hat Button da... Ach ne, dann schreibe ich lieber Runde 64 auf. Und Button ist dann der, auf den ich schauen muss. Chilton, Maldonado, Chilton, alles Überrundungsgeschichten. Auch Bottas hier, Runde 2 und, nee, Runde 66 war das. Das war Bottas und Chilton, wo ich den, ja, wo ich das quasi geschenkt bekommen habe. Und zum Schluss war noch was mit Lewis Hamilton und, Chilton, also alles Überrundungsgeschichte. Auf den Chilton kann ich zum Schluss gucken. Der ist wohl danach extrem langsam geworden. Und damit, ja. Die Highlights füge ich eigentlich zum Schluss und deswegen sage ich hier noch nicht ciao. Ich hoffe, es ist trotzdem gefallen. Ich sage es trotzdem hier nochmal. Jetzt kommen hier natürlich nochmal die Highlights. Ich bedanke mich trotzdem hier schon mal. Ich hoffe, euch hat das Rennen gefallen. Gebt der Teufel einen Daumen nach oben. Schreibt einen Kommentar und wir springen auf zu dem Start und zu den Highlights. Kommen wir nun zu den Highlights bzw. zu den Startwiederholungen dieses Special-Videos zum großen Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring. Hier haben wir die Sicht aus Valtteri Bottas, wie er mich in der ersten Kurve eiskalt mal ausbeschleunigt hat. Auch hier den Angriff gegen den Lokalmatador, der eigentlich hier keiner ist, Nico Rosberg setzt, denn Rosberg wohnt nämlich in Monaco. Den Ausgang von Kurve 3 hatte er dann nicht so optimal erwischt, weswegen wir gleich links erscheinen, versucht haben, ihn noch vor der Haarnadel zu bekommen. Und jetzt sieht man meinen kleinen Fahrfehler. Ich bremse ein bisschen zu spät, kann die Linie nicht halten und ein Massa, der schlüpft hier mittig durch. Und das sehen wir gleich nochmal aus seiner schönen Perspektive. Ja, Fazit zum Rennen. Ich kann dazu sagen, Platz 2, Top-Leistung. Ich muss natürlich auch dazu sagen, ohne den Rosberg-Ausfall und ohne den Abflug von Valtteri Bottas, das werden wir auch noch nachher auflösen, wäre dieser zweite Platz nicht möglich. Unter normalen Bedingungen, auch mit dem Regen, wäre Platz 4 drin gewesen, weil den Bottas hätte ich nicht mehr bekommen. Wenn es trocken gewesen wäre, wäre das typische Spiel gewesen, was wäre wenn. Dann hätte ich vielleicht durchaus noch den dritten Platz erobern können, wenn ich, genau, wenn ich die Zeit aufgeholt hätten können mit dem zusätzlichen Boxenstopp. Und nun Haarnadel, Felipe Massa mittig und hat guten Grip. Ich kann nicht voll beschleunigen und Bottas auch nicht, da wir neben der Ideallinie sind. Die Sicht aus Fernando Alonso, da sieht man schön, wie ich nicht wirklich gut weggekommen bin. Mein Defizit in F1 2015, in F1 2016 wird das vielleicht wieder meine große Disziplin, meine große Stärke werden. Denn da kommt es auf die Reaktionszeit an, die man beim Skat hinterlässt. Ja, was gibt es sonst noch groß zu sagen? Lewis Hamilton verdienter Sieger, gerade eben ist das Qualifying vorbeigegangen. In echt nämlich, also Rosberg hat die Pole Position mit einem One geschafft. Kann ich auch nochmal herzlich gratulieren. Ihr wisst schon, wie das Rennen ausgegangen ist. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, wann ihr euch dieses Video hier anguckt. Das würde mich mal gerne am meisten interessieren. Und dann schauen wir uns doch mal die Sicht aus von Jenson Button. Der war eigentlich direkt hinter Fernando Alonso, deswegen gibt es da eigentlich nicht viel und auch nichts groß Neues zu sehen.
Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war eigentlich das letzte 100% Rennen in F1 2015. Von meiner Seite her, einer hat nochmal gefragt wegen dem Abu Dhabi McLaren Rennen. Das wird es nicht geben, da der McLaren mittlerweile so weit runtergepatcht worden ist, dass es sich nicht mehr lohnt oder dass es einfach nicht das gleiche wäre. Ja, in Runde 1 hatten wir eine Kollision zwischen Gutierrez und dem Caterham. Das war in dem Fall, ich glaube, sogar Kobayashi. Der hält dann den Kwiat so ein bisschen auf und das war nicht der Grund für die Kollision am Anfang. Sebastian Vettel und Chilton, die mögen sich auch nicht, waren auch keine dicke Freunde. Und das war die Überrundungskurve. Die Problematik-Überrundungskurve, so können wir sie taufen. Denn das war nicht nur Vettel, das hat auch ein Kevin Magnussen aus der Fassung gebracht. Auch ein Sergio Perez konnte ein Lied von singen. Mit Kobayashi allerdings sehen wir mal das auch mal von außen. Wir brauchen ja nicht nur immer die Onboard-Kameras, auch wenn die die schönsten halt sind. Ich finde die Onboard-Kameras halt am schönsten. Perez, da sehen wir das gleiche Spiel. Zack, und ab geht's in die Wacherei. Die Mercedes-Fans auf der Mercedes-Tribüne, die freuen sich über sowas. Und auch Bottas wurde das zum Verhängnis. Zack, und tschüss. Da sehen wir uns gleich auch noch schön vorbeifahren aus der schönen TV-Kamera. Auch Hamilton war nochmal Opfer, oder ist nochmal Opfer geworden in der letzten Kurve. Von einem gewissen Herr Chilton, das sehen wir jetzt gleich nochmal. Beziehungsweise wir sehen, warum Chilton überhaupt kein Frontflügel mehr bekommen hat. Denn, ja, wenn ein Red Bull von hinten kommt, ist meistens Chaos programmiert. Hier sehen wir das nämlich mal, da kommt ein Red Bull, also der Schild kommt aus der Box. Guckt aber auch nicht nach hinten, das muss ich auch mal fairerweise sagen. Und der Red Bull war dann da schon und dann passiert's. Und dann kommt der Hamilton an und der fährt auch noch hinten drauf. Also wenn ich hier relativ nah hinter Hamilton gewesen wäre, 10 Sekunden, dann hätte ich den auch noch definitiv bekommen. Und das hier ist sogar Sebastian Vettel, der Weltmeister, tut hier quasi seinen Ruf aller Ehre und schiebt die Konkurrenz raus. Hamilton, der sieht den Schilden kommen, reagiert aber eigentlich gar nicht richtig gut da drauf. Zum Schluss noch der Ausfall von Nico Rosberg. Ich tippe mal, dass es ein Getriebeschaden ist, denn ein Motorplatz, das sehen wir nicht. Ich bedanke mich fürs Zusehen.